So Leute, mein Name ist Ian Chu, die Reise nach Deutschland, die STS startet. Let's go. Ian ist ein Promi. Ian kennt man im ganzen Land. Er meint unser Nachbarland. Ich bin Ian Chu aus Österreich, Kärnten. Also die Leute erkennen mich extrem in Österreich. Ian ist ein bunter Vogel, ein ausgeflippter Typ. Mit dem man definitiv sehr viel Spaß haben kann. Bei dem es selten Grenzen gibt. Ich bin dein Vater. Papa, hör auf mit dem Scheiß. Mach endlich mal die STS 2024 Tattoo und dann gehen wir es an, okay? Jetzt geht's los. Ians Lieblingstätowierer ist, kein Witz, sein Papa. Shit. Der Unterschied zwischen mir und meinem Bruder ist wie Tag und Nacht. Ich bin eher der Ruhige, er ist der Laute. Er kennt nie ein Ende. No pain, no gain. Oh. Ich bin ein Familientätowierer, wenn man das so nennen will. Und für Freunde eigentlich nicht. Mein Papa kommt ca. jedes Wochenende und tätowiert mich. Man kann es unschwer erkennen. Das musikalische Talent hat er nicht von mir. Ich schätze von seiner Mutter. Ich bin dafür da, dass Ian Chu aussieht wie ein Star. Seid ihr schon wieder am Tätowieren? What's that? What's that, brother? Du musst das gewinnen. Finale. Den Mutigen gehört die Welt. Und er ist für mich der Mutigste überhaupt. Mama, die Beste, ich schwör's. Leute, ich zeige euch jetzt meinen niceen Kleiderschrank. Schaut's mal her. Es gibt nichts Einfärbiges. Am liebsten trägt Ian Chu zwei verschiedene Schuhe, Regenbogenjacke und dann die Sonnenbrille. Ohne Gläser. Yeah, Trendsetter. Letzte Frage, was macht Ian aus? Ich frage mich auch. Egal. Und, lieferst du ab? Ob Ian Chu heute abliefert, Leute. Let's go, schaut's mir an. Dieter, Kampfansage, let's go, ich hol mir den Recall. Pass. Hallo. Hallo. Hallo, wie ist dein Name? Woher kommst du? Ian Chu ist mein Name aus Österreich, Klagenfurt. Ah, geil, ich mag Österreich. Ich auch, danke. Was arbeitest du? Influencer und davor Altenpfleger gelernt. Wie läuft's mit Influencing? Passt, mal so, auf entspannten Modus. Worauf freut sich Ian Chu am meisten? Tatsächlich auf Dieter Bohlen. Ich meine, reicht das? In Österreich haut's hin, ja. Wie viele Follower hast du? Auf Insta habe ich 40.000 bald und auf TikTok habe ich mit drei Accounts 300.000 bald. Und klicks auf meinen Namen, Ian Chu, ist fast 20 Millionen. Für Österreich ist das schon ein guter Schritt. Ja, mega. Kann man lassen. Das kann auch noch mehr werden, oder? Auf entspannten. Ja, auf entspannten. Sag mal, was singst du für uns? Crow Easy. Okay. Und was noch? Yellow Wolf, American You. Okay, und was noch? Reicht, ja, reicht. Okay. Die drei. Ich mag die Österreicher. Übertreib mal nicht. Übertreib mal nicht. Hey. Leute, Leute, ich will alle Hände sehen. Gebt mal die Hände hoch. Sehr schön. Mein Name ist Ian Chu, Leute. Aus Österreich. Gute Stimmung. Let's go. Leute sagen zu mir Crow, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats, das ist easy. Alle Hände! Und dieser Typ hier vergleicht sich mit Jay-Z und scheißt auf die Blazy, denn ich hab mit Rockstars genauso wie AZ. Sehr schön, sehr schön. Ich chill im Bett mit der Chick, die sieht aus wie die Sis von Beyoncé, doch eigentlich geb ich einen Fick auf Frauen wie Spaß, Frauen die Besten, nur Liebe. Ey, oh, das mit den Chicks tut mir leid, das war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Lori? Und sie schreit, ich heiß Easy. Und wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, das ist aus und vorbei, bleib! Kann doch einer nicht sehen, ey! Wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillt schon das ganze Haus und deine Leihwagen will, ja, dann erschieß sie! Okay.
Noch was oder reins? Für mich reicht's. Und dein Sound klingt ganz, also ich hole dir jetzt 6 Leute, also der Sound von deiner Stimme ist völlig normal, ja? Ich liebe seine Stimme, weil für mich hat die Stimme Wiedererkennungswert. Du siehst zwar aus wie ein bunter Vogel, aber klingen tust du wie ein Beamter. Also mir ist es zu normal. Okay. Ich finde dein Outfit sehr auffällig. Den Rap finde ich gar nicht auffällig. Es ist einfach, du rappst halt einfach, wie viele das versuchen, aber mitnehmen tust du einen nicht. Okay. Ja. Wiedererkennungswert? Nein. Du bist ein cooler Typ. Ich mag dich. Für DSDS leider nicht, aber es hat voll Spaß gemacht und ich mag dich wirklich. Perfekt. Danke, danke. Du bist echt ein easy Typ und ich finde es richtig gut, dein Statement und wie du hier stehst und auch sagst, hey, sei freaky, sei wie du bist und auf entspannt machst. Und es war ein bisschen zu entspannt, glaube ich, dass es so, ja. So die Audition hier mitreißt. Aber ich feiere dich für das, was du bist, aber die Stimme und die Musik nicht ganz. Okay. Beatrice? Ein Nein. Jordana? Nein. Hier mal Nein. Danke dir. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. Ob ich damit gerechnet habe, dass ich 4-mal Nein kriege, muss ich ehrlich sein, nein. Aber die Wahrheit schaut halt immer anders aus. Man muss die Realität auch vor Augen haben. Die Entschuldigung bleibt immer dran. So muss es sein. Auf entspannt, Leute. Woo!